Hi, heute zeige ich euch, wie einfach es ist, so ein normales Thermostat gegen so ein Smart Home oder ein programmierbares Thermostat an eurer Heizung auszutauschen. Also ich habe hier das Honeywell THR092. Das ist so ein Smart Home, was man auch über Wi-Fi einbinden kann, wenn man den Gateway und alles hat. Und auch dann einfach zum Beispiel mit der Amazon Echo oder der Amazon Echo Dot per Sprache steuern kann. In der Box ist das Thermostat. Hier so ein, ja, jetzt geht er nicht raus, so ein Abstandshalter, den ich immer ganz gerne dran mache, weil ihr einfach dann besser sehen könnt, wenn das Thermostat in der Heizung ist, könnt ihr es halt ganz einfach ablesen. Und es sind solche Adapter mit drin. Da müsst ihr halt aussuchen, welcher davon auf eure Heizung passt. In der Regel ist es der hier bei den, ich sag mal, bestimmt bei 80 oder 90% der Heizungen, die so verbaut sind. Und jetzt zeige ich euch, wie einfach ihr das einfach austauscht. So, in der Regel habt ihr ja hier das Thermostat drauf, was mit so einer Überwurfmutter hier befestigt ist. Wenn ihr das seht. Die könnt ihr ganz einfach lösen. Oft geht es per Hand. Ihr dreht es halt einfach gegen den Uhrzeigersinn auf oder ihr nehmt halt eine Wasserpumpenzange kurz zur Hand, um es zu lösen und könnt es abdrehen. Also ihr dreht es hier ab. So. Dann nehmt ihr diesen Adapter hier, den dreht ihr einfach da drauf, wo vorher das Thermostat war. So, müssen festdrehen. So. Und dann hier vorne das schwarze Teil, das dreht ihr auch gegen den Uhrzeigersinn komplett nach links. An diesem Thermostat selber ist hier oben bei dieser Version so ein Kippschalter, der kann man hier sehen, ich weiß nicht, ob ihr es seht, da ist so ein Lock- und so ein Unlock-Zeichen drauf hier. Könnt ihr das sehen? Also er muss auf jeden Fall auf Unlock stehen. Den schiebt ihr dann einfach drüber, dann ist er so ein bisschen eingerastet in die Zahnrädchen und dann stellt ihr ihn auf Lock. Und das war's schon. Somit habt ihr dieses Ding montiert. Ihr könnt es programmieren, wie ihr es haben wollt. Das habe ich euch ja in einem anderen Video gezeigt. Und das ist es alles. Ihr seht, das fängt jetzt schon an hier. Das Ventil zu öffnen bzw. zu schließen. Ich weiß jetzt nicht gerade, auf welche Temperatur es dreht. Und das ist auch das Geräusch, was es macht, wenn es das Ventil betätigt. Also man hört es schon ein bisschen. Mich persönlich stört es nicht. Manche Leute stört es. Ich höre das gar nicht. Also wo man es vielleicht schon mal hört, ist im Schlafzimmer. Aber im Großen und Ganzen bekommt man es eigentlich nicht mit. So, das war der ganze Trick, wie man eigentlich diese Ventile austauscht und dann ein Ventil hat, was einem wirklich viel Geld einspart, egal welche Version davon, ob ihr jetzt die Smart Home Version habt, die ihr einbinden könnt in euer WLAN-Netz oder ob ihr die ganz einfachen nimmt, die programmierbar sind. Sie sparen schon eine Menge ein im ersten Jahr. Das könnt ihr echt gut sehen, wenn ihr sie richtig programmiert habt. So, hoffe, es hat euch geholfen. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.